Hallo meine Lieben, ich bin die Franziska. Herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Also zuerst einmal ein paar allgemeine Infos über mich. Ich bin 20 und wohne in Rosenheim, das ist im wunderschönen Oberbayern. Und ich studiere in Kufstein, das ist kurz hinter der Landesgrenze in Österreich. Da studiere ich Unternehmensführung und komme jetzt dann ins dritte Semester. Außerdem arbeite ich nebenbei im Büro in der Firma von meinen Eltern. Die haben nämlich eine Metzgerei. Das ist übrigens sehr praktisch für mich. Ich habe im August 2014 mit dem Kraftsport angefangen. Und zwar war das damals so, dass ich damals gerade erst mit dem Abi fertig geworden bin. Und ich war so ein bisschen unzufrieden mit meinem Körper. Also ich war jetzt nicht dick oder so, aber es war alles ein bisschen weich und nicht so schön geformt. Und dann hat mich eine Freundin damals, der ich übrigens sehr, sehr dankbar dafür bin, mal ins Fitnessstudio mitgenommen. Und mir hat das sofort vom ersten Tag an so Spaß gemacht und dann habe ich mich natürlich sofort angemeldet. Und in den folgenden Monaten habe ich dann wirklich in jeder freien Minute trainiert. Einfach, also wenn ich das jetzt so im Nachhinein mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, viel zu schwer. Aber ich bin halt immer so, ich steigere mich immer in alles sofort rein und mache immer 150%, auch wenn das meistens gar nicht so förderlich ist. Aber dadurch habe ich auch wirklich schnell am Anfang Fortschritte gesehen und so hat es natürlich dann gleich noch viel mehr Spaß gemacht. Dann war das so, dass ich im August 2015 das erste Mal ins Transformer Gym gegangen bin. Das ist das Studio, in dem ich auch jetzt trainiere. Und habe mich dann da auch angemeldet und das war für mich der Start für meinen Weg in die Bikini-Fitness. Das war nämlich damals so, dass sich zu der Zeit ein paar Jungs aus dem Studio für die kommende Herbstsession vorbereitet hatten. Und ich bin dann schnell mit denen in Kontakt gekommen. Inzwischen sind das alles meine Freunde und sie haben mich gefragt: Ja, Franzi, wann gehst du jetzt eigentlich auf die Bühne? Die dachten irgendwie, ich bin auch gerade so auf Vorbereitung. Und ich wusste natürlich nicht, was sie meinen, also welche Bühne, wo soll ich hin? Und so war das dann, dass ich immer mehr so in diese Szene reingerutscht bin. Im Spätsommer war dann ein Fest bei uns im Studio. Da war auch Deutschlands einzige Profi-Bikini-Athletin Valeria Amirato da. Und sie war eigentlich so ausschlaggebend für meine Entscheidung, den Schritt auf die Wettkampfbühne zu wagen, weil die ganzen Jungs aus dem Studio und mein erster Vorbereiter Björn Schlossmacher, der auch Besitzer meines Studios ist, die hatten halt immer zu mir gesagt: Ja, Franzi, du musst unbedingt auf die Bühne und du hast ideale Voraussetzungen und ja, du sollst es halt einfach mal ausprobieren. Und dann war es eben so, dass die Valeria eben auch gemeint hat: Ja, also die haben vollkommen recht, du solltest das machen, du hast gute Voraussetzungen, gute Genetik, von deiner Muskulatur her ist das auch schon genug, du könntest eigentlich sofort starten. Ja, und gesagt, getan, habe ich dann tatsächlich ganz spontan meine erste Wettkampfvorbereitung angefangen, obwohl ich eigentlich noch überhaupt keine Ahnung von nix hatte. Ich hatte noch nie einen Wettkampf gesehen, nicht mal im Internet oder so. Und ja, dann bin ich ungefähr 3 Monate später, denke ich, auch schon auf der internationalen süddeutschen Meisterschaft gestartet. Das war dann auch gleich ein tolles Erfolgserlebnis, weil ich da den 2. Platz gemacht habe. Mein 2. Wettkampf war dann gleich noch besser. Das war damals die Deutsche Juniorenmeisterschaft. Da habe ich dann sogar den 1. Platz gemacht. Und so ging es dann in der ersten Saison weiter, dass ich auch noch bayerische Meisterin bei den Frauen wurde und Vize-Deutsche Meisterin bei den Frauen.
weil dann meine erste Wettkampfsaison gleich so erfolgreich war, dachte ich mir, oh Franzi, du musst gleich wieder starten. Und habe dann auch gleich wieder meine Diät begonnen. Und dann bin ich im Frühjahr 2016 beim Loaded Cup gestartet. Das war dann auch gleich wieder ziemlich erfolgreich. Da habe ich nämlich den ersten Platz bei den Frauen und den zweiten Platz bei den Junioren gemacht. Es ist dann weitergegangen mit FIBO Bikini Cup, mit Deutsche Juniorenmeisterschaft und EM. Da sind meine Leistungen dann immer weiter abgefallen, aber die Story ist sehr lang, deshalb erzähle ich sie euch wann anders. Mein letzter Wettkampf war dann der Wettcup in Luxemburg, wo ich dann nochmal den ersten Platz gemacht habe. Also ein ganz schöner Abschluss meiner zweiten Wettkampfsaison. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, war ich auf der EM in Santa Susana, bin da in die Top 15 oder so gekommen, also nichts Großartiges. Aber es war auf jeden Fall die Erfahrung wert, weil dadurch, dass ich wirklich bei diesem riesen internationalen Wettkampf mitgemacht habe, bin ich einfach noch mehr von der Sache überzeugt und will das Ganze noch mehr und bin jetzt so richtig motiviert, dass ich dann hoffentlich kommendes Frühjahr, also im Frühjahr 2017, so richtig durchstarten werde und dann international vielleicht noch wirklich erfolgreich sein kann. Bis jetzt wurde ich vom Besitzer meines Fitnessstudios, Björn Schlossmacher, vorbereitet. Jetzt dachte ich mir nach meiner zweiten Saison, ich will ja zu den Besten gehören irgendwann. Da hole ich mir doch am besten die Tipps von der Besten. Und so ist es dann gekommen, dass ich jetzt mittlerweile von Valeria Amirato vorbereitet werde und zusammen mit ihr jetzt im Moment in meinem Aufbau versuchen, das Beste aus meinem Körper zu holen und einfach meine Form so zu verbessern, dass ich ein richtig geiles Paket im Frühjahr dann auf der Bühne abliefern kann. So, das war jetzt ein erster Einblick in mein Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne hier den Daumen da. Und ich freue mich auch wahnsinnig über Kommentare. Ich gehe auf alles ein und dann mache ich auch demnächst ein Folgevideo, in dem ich dann eure Fragen und Anregungen versuche zu beantworten und darauf einzugehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram besuchen. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut. Ciao.